Guckt euch das mal an. Die Milchstraße im Video mit der Sony ZV-E1. Ich bin hier in Obergurgl in den österreichischen Alpen. Und hier ist es so wahnsinnig dunkel. Abgefahren. Ich bin nicht mal ganz aus dem Dorf raus und konnte die mit dem bloßen Auge gerade schon wunderbar über mir sehen. War auch wirklich erstaunlich, was die Sony ZV-E1 hier leistet. Ich bin jetzt bei ISO 400.000. Belichtungszeit von 1/25. Das ist ja die maximale Belichtungszeit, sodass wir ein Video noch als flüssig empfinden. Ja, ich nutze das Sony 24mm f1.4. Weil da habe ich natürlich die maximale Blendenöffnung, also da kriege ich das maximale Licht rein bei einem maximalen Weitwinkel. Ich habe jetzt gerade noch die Bildstabilisierung an. Dadurch wird der Ausschnitt noch mal ein bisschen verkleinert. Die Bildstabilisierung funktioniert softwareseitig, deswegen muss an den Rändern etwas benutzt werden, um das Wackeln eben auszugleichen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier oben aussieht, wenn ich aus dem Dorf raus bin. Ist ja auf jeden Fall Wahnsinn, was diese Kamera da kann. Abgefahren. So, jetzt habe ich den Steady Shot, also die Bildstabilisierung, ausgeschaltet, weil ich die Kamera auf dem Stativ habe. Ich habe mich jetzt einfach mal hier vorgehockt. Ich leuchte mich jetzt gerade, ja, ich wollte mich eigentlich nur mit dem Display anleuchten, tue es aber gerade auch mit der Videoaufzeichnungskontrollleuchte, mit der roten, deswegen sieht das alles so rötlich aus. Die Idee habe ich übrigens von Alan Wallace, der sich in seinen neuen Videos mit der Sony A7 S3 filmt. Das ist ein Astrofotograf aus, ich glaube, Wales. Einige von euch kennen den wahrscheinlich sowieso. Ja, der Fokus, ich kann auf dem Kameradisplay sehen, dass mein Gesicht eingerahmt ist. Ah, ich glaube, jetzt hat er mich auch fokussiert. Das hat nämlich gerade ohne das helle Licht der Videokontrollleuchte nicht funktioniert. Okay, die Struktur der Milchstraße erkennt man jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut. Da muss ich mal noch ein bisschen mit drüben experimentieren. Ich schaue jetzt aber erstmal, ob ich diese Leuchte ausmachen kann. Mit dem weißen Licht finde ich es eigentlich viel schöner. Ja, wenn das nicht geht, dann muss man es einfach abkleben. So eine ähnliche Problematik gibt es bei der Sony A7 II und 3. Ich meine auch bei der Nikon Z6, Z6 II, bei dem Selbstauslöser, dass da immer so eine Lampe dann jede Sekunde blinkt. Und Lars und ich haben die tatsächlich mal irgendwann abgeklebt mit einem schwarzen Tape, weil wir uns ständig in die Zeitrafferfotos oder gegenseitig in die Fotos reingeleuchtet haben, weil man diese Funktion nicht ausschalten kann. Sony, Nikon, es hat doch damit der Meinung, ach, das ist doch wirklich unsinnig. Ja, eine Funktion zum Ausschalten der Kontrollleuchte habe ich jetzt auch in diesem Fall leider nicht gefunden. Aber gut, das werde ich nochmal recherchieren und euch unten einblenden. Ich habe die Leuchte jetzt einfach mit so einem Stück Pappe, was ich zufällig noch in der Tasche hatte, abgelegt. Da es gerade windstill genug ist, funktioniert das auch ganz gut. Ja, und jetzt scheint der Fokus auf die Nähe auch zu funktionieren. Ich gucke jetzt mal, wenn ich mich ein Stück zurückbewege, dass der Hintergrund vielleicht noch ein bisschen schärfer wird, dass man die Milchstraße besser erkennt. Das Viereck ist noch um mein Gesicht drum, das scheint zu klappen. Jetzt wird mein Gesicht natürlich immer schwächer angeleuchtet, weil der Bildschirm immer weiter weg ist. Aber das scheint soweit gut zu funktionieren. Ja, das ist doch mal echt cool. Ich habe jetzt mit diesen
Farbprofilen noch gar nicht weiter rum experimentiert. Da werde ich es an dieser Stelle jetzt auch mal belassen. Das könnt ihr ja gerne selbst ausprobieren, wenn euch die Sony ZV-E1 als Astro-Vlog-Cam interessiert. Wisst ihr auf jeden Fall jetzt, dass das Ganze funktioniert. Und ja, ich sag gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja, welches ist die richtige ISO für Milchstraßenfotos? Das Video mache ich aus dem Grund,